Hier die ganzen Piloten, mit denen ich nichts anfangen kann. Einheit verloren. Mein Kundschafter, ihr Säcke. Oh oh. Ich hab keine Einheiten mehr. Sieht nur so viel aus, weil ich so viele Piloten hier rumstehen habe. Pisst euch da mal. Ihr könnt da eh nichts machen. Du bist jetzt hier die Front. Wieso habe ich so wenig Geld? Ich habe 2 Ölpilotierungen, 3, 4, 5. Das ist doch noch ein bisschen. Schön, dass die da nicht angreifen übrigens. Neu wird nichts mehr gebaut. Jetzt greifen wir mal schnell die Waffenhändler an. Was kommt da raus? Ja, nichts Schlimmes. Verstärkung ist eingetroffen. Sehr schön. Der ist noch von vorhin da. Oder das war die einzige Verstärkung. Das kann natürlich auch sein. Geahnt. Mir doch egal. Auch keine Panzer. Ich hab Humvees. Hat geklappt. Hier standen wir, glaube ich, ein Waffenhändler. Jetzt haben sie hier noch einen und hier noch einen. 2 haben sie noch. Und Kasernen. Die Waffenhändler sind das Entscheidende. Glaubt auch nur ihr, dass ihr das irgendwie gegen ein Kommando ausrichten könntet, aber von wegen. Oh, die Artillerie will ich auch einnehmen. Ich muss aufpassen, hier könnten böse Sprengfallen herumstehen und ich will nicht meinen Bot, mein Kommando verlieren. Ich glaube, so langsam habe ich jetzt die Oberhand. Endlich, nach langer Zeit. Hat echt lange gedauert. Halt irgendwo rein, damit du nicht nervst. So, sehen wir hier noch was? Gut, dann sehen wir alles. Worauf gehen wir? Ich wollte auf die da oben gehen. Unser Kommandobot ist entdeckt. Der Kundschafter selbst kann das ja auch machen. Genau, den wollte ich nämlich kaputt machen. Können sie mich nicht mehr entdecken. Jetzt habe ich gleich noch Fallschirmjäger, die können sich hier um den Rest kümmern. Wunderherrlich. Jetzt läuft es langsam. Einer allein, der ist mutig. Aha. Oh, auf den gehe ich lieber nicht. Skorpion macht mir ein bisschen Angst als Kommando. General, die Zerstörung des IBG-Stützpunktes in diesem Sektor hat oberste Priorität. Sichern und schützen Sie die Bohrtürme. Unten sonst nichts haben Sie mehr. Keine Chance. Oh, nichts steht nicht so nah aneinander. Nicht so nah ran. Genau. Ah, ich hab jetzt auch wieder. Aha. Der Skatsturm wird nicht mehr nachgebaut. Dann der Waffenhändler sicherlich auch nicht. Und da kommen meine Fallschirmjäger aus 2 Flugzeugen. Ich liebe diese Mission. Wenn ich sie denn dann im Griff habe. Das dauert ja lang genug, bis es soweit ist. Aha. Vorsicht, dann trotzdem noch Sprengfallen. Einheit verloren. Das war knapp. Der Bär. Oh, da stehen sie schon wieder. Ich nehme die noch nicht ein, wegen diesen doofen Zelten da oben. Die machen sie sonst gleich wieder kaputt, meine schöne Raffinerie. Die einzige Raffinerie, die es in diesem Spiel gibt. Früher gab es die um Tiberium zu sammeln und zu filtern, um aus ihnen Geld zu gewinnen. Das war noch Zeit, ne? Jetzt haben sie keine Chance mehr. Jetzt habe ich langsam die Oberhand. So viel Ölfeldertürme. Trotzdem kein Geld. Was ist denn hier los? Warum? Ich habe so viele Türme gerade eingenommen. Na gut, die haben hier oben noch welche. Oh oh. Lasst euch das nicht bieten. Ah, meine... Einheit verloren. Moment, haben die jetzt zu nah dran? Ne, sind sie nicht. Trotzdem ein bisschen weiter weg. Der nächste Waffenhändler will sterben. Ne? Jetzt wird kein Dritter wieder nachgebaut.
Die machen das genauso wie ich, als ich GBA gespielt habe. Ich wollte auch für jede Einheit einen Waffenhändler haben, damit ich nicht dauernd variieren muss in der Auswahl. Das ist dann viel einfacher so. Kriege ich den mit? Kriege ich den mit? Das wäre so geil. Ja, ja, ja. Ja, ist zu schnell weit weg. Einheit verloren. Trotzdem. Hat geklappt. Kein Loch übrig geblieben. Perfekt. Dann kommen jetzt auch nur noch wenige Angriffe. Die haben nämlich schon noch einen Waffenhändler. Den Turm hätte ich ganz gerne noch. Ist da noch? Ja, toll. Damit habe ich nicht gerechnet. Die werdet ihr ja wohl schaffen, oder? Also. Der nächste, bitte. Der langsamste. Einheit verloren. Soll das denn? Na gut, als Dreier ist er auch gegen die Scorpions gar nicht so schlecht. Wenn sie mal stehen bleiben würden, könnte er sich um die alle kümmern. Einheit verloren. Ich glaube doch nicht im Ernst, dass ihr jetzt noch eine Chance habt. Ich bin voll auf dem Siegeszug. Immer wieder hierhin. Euer Sammelpunkt, ne? Oh oh, hier, ich glaube, hier ist noch irgendwo eine Sprengfalle. Deswegen wollte ich eigentlich einen Kundschafter mitnehmen. Wo ist der eigentlich hin? Ist irgendwann mal gefallen. Gut, ich weiß, was ich mit meinen nächsten Fallschirmjägern mache. Die wollen ihn lieber schützen, ne? Wird nix. Ne? Danke. Das sind eigentlich hier Selbstmordattentäter. Die haben sie halt in der zensierten Version ein bisschen verändert. Macht sie aber eher noch bedrohlicher, finde ich. Wenn also so eine Bombe auf mich zurollt, habe ich mehr Angst, als wenn so ein Typ mit einem Sprengstoffgürtel auf mich zurennt. Den kann man immer noch das Bein stellen. So, dann schicke ich die jetzt nämlich darauf. Die kümmern sich um die Zelte. Die halten nicht so viel aus wie ein Gebäude. Übrigens habe ich ein Radar, habe ich ganz vergessen. Der kann ja. Wow! Was ist das denn? Da muss ich einen Bulldozer mitnehmen, der die alle räumt oder was? Oder ich lasse ein paar auf Selbstmordtour gehen. An der General, Raffinerie ist hoffentlich nichts. Die Zerstörung des IBG-Stützpunktes in diesem Sektor hat oberste Priorität. Sichern und schützen Sie die Bohrtürme. Sonst haben Sie keine Chance. Bin doch dabei. Guck doch mal zu, Frau. Merkt man, die ist nur ein Roboter. Offensichtlich. Wieso bemerkt er uns nicht? Und wieso können wir den nicht abschießen? Das war merkwürdig. Ups, wir gehen mal lieber weg. Einheit verloren. Na gut, dann kommen die eben. Müssen wir eben angreifen, die Flucht nach vorne suchen. Oh, da ist die Sprengfalle. Ich glaube, die habe ich gemeint. Es gibt Dinge, die vergisst man nicht. Und je länger man eine Mission spielt, desto mehr erinnert man sich wieder an Details. Dann kümmere dich mal um den Turm. Einheit verloren. Oh, kriegt ihr den noch? Okay, die brauchen Unterstützung, glaube ich. Jetzt wird's ein gutes Duell. Auf den sollst du, du Witzbold. Einheit verloren. Eide Witzka. Schießen sollst du. Du Idiot. Der killt unsere Leute. Gut, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, ihren letzten Waffenhändler auszuschalten. Dann können die sich gar nicht mehr wehren, weil die zu dumm sind, nachzubauen. Oh, da hatte ich was angesammelt. Na? Ach so, da war noch ein Skorpion. Ja, ich sollte mal langsam nachbauen. Langsam habe ich. Oh, ich langsam könnte ich Spraladine bauen. Langsam reicht das Geld dafür. Dann geht da noch irgendwo rein. Und das kommt noch härter. Irgendwie kam mir der Spruch bekannt vor. Einheit verloren. So,
So, war hier nicht noch. Feindlicher Infiltrator geortet. Der kann mir auch schon mein Kommando kaputt machen, da will ich aufpassen. Wie mache ich den jetzt am besten kaputt? Ein Kundschafter, hätte ich noch einen. Das wollen wir aber verhindern. Noch ist es nicht erobert. Wie sie es zweimal sagt, obwohl es dasselbe Gebäude ist. Nix da. Und die stehen hier auch nur rum, die haben irgendwie nie eine Aufgabe. Die haben gar keinen Plan. Die haben den Auftrag bekommen, deswegen führen sie ihn durch. Ohne Sinn und Verstand. Gut, da schicke ich meine Fallschirmtruppen vielleicht hin. Nein! Das will ich aber nicht. Gebäude wurde erobert. Lass den Mist. Eines unserer Gebäude wurde erobert. Steht's noch? Nö. Toll, wegen euch werden jetzt meine Fahrzeuge nicht mehr repariert, ihr Deppen. Also werdet ihr büßen. Wie sie immer wieder hier runterkommen. Gut, da kann ich sie nicht hinschicken. Ich weiß nicht, ob die das überleben überhaupt. Wie soll ich dem ankommen? Eigentlich mit Fahrzeugen. Na gut, versuchen wir es. Diese heroische Musik. Episch. Kriegen sie es hin? Jawohl. Wir sehen ihn nicht, deswegen. Moment. Feindlicher Infiltrator geortet. Also. Hat der Kommando auch wieder Grund zum Aufatmen. Und dann brauche ich neue Infanterie für die Türme hier. Ne? Es sind ja noch drei übrig und dann gibt es ja noch die Alliteration, genau. Artillerien. Oh, da ist auch noch einer. Langsam nimmt das Grün ab. Aber ich glaube, wir haben es jetzt schon weitestgehend geschafft. Da die keine Waffenhändler mehr haben. Da sind die schon ziemlich machtlos, denke ich mal. Einheit verloren. War doch klar. Die Hälfte der Karte gehört mir. General, die Zerstörung des IBG-Stützpunktes in diesem Sektor hat oberste Priorität. Danke für die Info. Sichern und schützen Sie die Bohrtürme. Sonst haben Sie keine Chance. Hätte ich ja sonst nicht geahnt, dass das eine Aufgabe ist. Einheit verloren. Oh, drei Stück auf einmal. Könnten zu viele sein. Kriegt ihr noch? Schafft ihr? Ah, ja, also. Ihr werdet nicht nach Hause geschickt. Ihr bekommt hier euer Grab. Sperren die mir da den Weg oder kommt da einer vielleicht durch? Zur Artillerie. Geh mal ganz nach links. Ich will kurz mal gucken, ob hier noch irgendwas Gefährliches ist. Nö. Das ist ja recht schnell wieder verfügbar nach 1.30 schon. Die haben zwar einige Türme kaputt gemacht, aber vier Stück sehe ich hier vernichtet. Und meine Reparaturplattform, meine schöne Reparaturplattform. Jo, ich will noch eine Kaserne von denen killen. Ist das eine Kaserne? Das ist eine Kaserne. Einheit verloren. Dann machen wir das auch noch kaputt. Ja, er hat es nicht überlebt. Die wollten das unbedingt verhindern. Aber jetzt habe ich die taktisch da weggelockt. Jetzt kann ich das einnehmen. Mal gucken, ob es klappt. Und dann können wir die kaputt schießen lassen und dann kann ich die einnehmen. Mal gucken, ob es klappt. Und die Kaserne ist auch hin. Jetzt haben wir noch die zu killen. Und dann haben sie total keine Chance mehr. In dem Palast können sie nichts bauen. An Einheiten. Können sie nur noch Arbeiter bauen. Und das machen sie ja nicht. Oh, Kommando. Bist du? Dann zeig es. Nee, nicht um den Turm rumgehen. Du kannst doch durchschießen. Na, also... Jawohl, sie gehörten mir. Und die wehren sich auch nicht mal. Perfekt. Hat sich doch gelohnt schon. Damit ist die Mission quasi geschafft. Aber die war mega schwer. Drei Videos gebraucht und das hier wird, glaube ich, ein ziemlich langes. Aber macht ja nichts bei nur fünf Missionen pro Kampagne.
Kommt er nicht an den anderen? Dann müssen wir das so, eben so machen. Kriegen wir schon hin. Ist immer ein Dreier. Bis der sich überhaupt umgedreht hat mit seiner Kanone. Ist er schon tot. Jetzt habe ich hier mal ein bisschen Verteidigung. Die will ich auch noch, aber da muss ich irgendwie meine falsche Mega hinschicken. Jetzt komme ich da nicht dran. Und wie soll ich die ganzen... Vielleicht kann ich mal hier gucken. Eine Sprengfalle immerhin nur und nicht... Oh, ist aber ein bisschen besser geschützt. Hilfe. Der ist ja noch da. Ne, den habe ich gar nicht geholt diesmal. Hm. Vergessen. Aber so entscheidend ist das auch nicht. Kannst du darüber laufen, ganz dreist? Ich glaube nicht, aber du versuchst es einfach mal. Vielleicht kann er hier einfach mal rumlaufen. So, ich konnte die Sprengfallen jetzt alle auslösen mit meinen Luftlandetruppen. Aber ich finde, das ist ein bisschen krass. Machen wir das so. Das sind ihre letzten ernstzunehmenden Einheiten hier unten. Einheit verloren. Können keine neuen mehr. Die sterben alle auf dem Gebirge. Tolle Gebirgsjäger. Irgendjemand. Da ist schon wieder der Typ. Aha. Immerhin. Die sieht ihn, aber kann die nicht darauf schießen? Kann ich ihr das sagen? Ich kann ihr nicht sagen. Ich schieß nur darauf. Ja, also. Ich glaube, jetzt ist er tot. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Also. Kann ich jetzt heimlich hier noch ein bisschen was einnehmen, wo, ohne dies, dass sie das merken? Oh, da war was. Nochmal. Warum tun die da überhaupt nichts? Verstehe ich nicht. Brauche ich noch andere Einheiten? Tomahawks kann ich später noch dazu holen. Ja, ich glaube, die haben mich bemerkt. General, die Zerstörung des IBG-Stützpunktes in diesem Sektor hat oberste Priorität. Sichern und schützen Sie die Bohrtürme. Sonst haben Sie keine Chance. Ja, mein EC-Angriff ist wieder da. Macht ihr auch was oder steht ihr nur rum? Dann greift doch mal die Raketentypen an, die sind gerade gefährlicher. Die Scud-Typen machen gar nichts. Die stehen nur dumm rum. Ah, das tut gut. Wenn man gerade die Oberhand gewinnt. Und die Raketentypen nerven sowas von. Wenn man die selbst hat, sind die nicht halb so effektiv. Weil der Feind da auch drauf zu reagieren weiß. Wenn man selber das aber nicht mitbekommt, dann lassen die sich einfach abschlachten. Das ist total nervig. So, worauf gehen wir jetzt? Haben die noch eine Kaserne gehabt? Das war doch die hier, genau. Machen wir die auch noch kaputt. Dann sind die endgültig erledigt. Dann wollen wir noch hier hin. In die Kommandozentrale. Zernichten. Das ist ja Dr. Trax, gegen den wir hier kämpfen. Den werden wir in der Generalsherausforderung auch nochmal erleben. Der ist halt echt übel. Sehr auf Chemiewaffen spezialisiert, was er hier gar nicht mal so zur Geltung gebracht hat. Habe schon meine ganzen Leute verloren. Hm, wie ist das denn passiert? Einheit verloren. Vielleicht so. Sollte die unbedingt Gruppen zuweisen. Jetzt komme ich durcheinander. Mikrowellenpanzer, klar zum Gefecht. Hier hatte ich auch mal mehr Einheiten. Hatte ich hier noch meinen ganzen... Oh, wie geil. Jetzt kann ich die alle einsetzen. Haben die doch noch ihre Daseinsberechtigung. Rein da. Da kannst du auch nochmal rein. Haben wir sogar Dreier. Hier hinein. Zack.
direkt aus vom Fließband, direkt befördert. Direkt ein Veteran. Verdient gemacht ums Vaterland. Und dann nochmal hier hin, bitte. Und diesmal alle überleben, wäre ganz formidabel. Keine Sprengfalle hier? Doch, da. Stimmt, ich kann die einfach so kaputt machen, ganz vergessen. Das ist die einfachste Methode, schätze ich mal. Besser als einfach blind meine Leute reinzuschicken. Kettenreaktion. Eigentlich müssten jetzt alle gleichzeitig kaputt gehen. Aber es hat nicht für alle gereicht. Schade. Oh oh. Ihr braucht Reparatur. Ich sehe es schon. Einheit verloren. Oder ein Grabstein. Ach, von den Amis ist keiner kaputt gegangen. Alles in Ordnung. Besser als dauernd irgendwie Bulldozer mitzuschleppen, das wäre mir zu doof. Und dauert auch viel zu lange. Jetzt bin ich reich. Kann ich mir sogar mal eine zweite Waffenfabrik leisten. Sehr schön. Dann sprengen wir es in die Luft. Oder du gehst da rein. Ja. Oh oh. So, gucken wir mal, was hier noch alles ist. Leider ist das viel zu kurz, dass ich alles sehe, aber für ein bisschen reicht's ja. Also, sonst hingelegt, ihr Idioten. Oh, Vorsicht. Wir warten noch eine Runde. Kann ich hier ganz leicht eindringen. Hier ist nämlich nur eine Dingerstellung. Und hier oben noch ein Tunnelsystem. Und hier ist viel mehr. Hier ist der Haupteingang. Da geht man nicht rein. Was ist denn da noch Grünes eigentlich? Oh, wo kommst du her? Wo ist mein Kommando? Ach, den habe ich jetzt da oben. General, dann musst du das erledigen. Die Zerstörung des IBG-Stützpunktes in diesem Sektor hat oberste Priorität. Sichern und schützen Sie die Bohrtürme. Sonst haben Sie keine Chance. Ich würde sagen, ich speichere mal. Und ich kann sogar diesen hier nehmen. Ich muss wohl nie wieder anfangen. Diese Mission. Eine große Erleichterung. So. Ich könnte mich auch darum noch kümmern, aber ich glaube, das ist unnötige Zeitverschwendung. Soll ich den Palast killen oder direkt auf die Kommandozentrale? Ich glaube, das ist einerlei. Machen wir das Geheimlager ist kaputt. Das geht nämlich direkt kaputt. Im Gegensatz zur Kommandozentrale, die hält ein bisschen was aus. Ist ja klar. Das. Und das. Das hat so viel Arbeit gemacht, die hinzulegen. Oh, Vorsicht, die haben Raketen. Welche Einheit? Ach so, ja, hier die Flugzeuge. Sehr schön, ist weg. Verteidigungsanlagen zählen nicht. Also nur noch ein Palast und die Kommandozentrale. Vielleicht muss ich gar nicht erst überhaupt reinfahren. Aber das wäre ja langweilig, wenn ich das nicht tun würde. Deswegen machen wir die mal unter 1 und schicken die los. Damit wir auch gleich loslegen können. Und missachten einfach mal diesen rechten Teil überall hier noch. Ich glaube, der ist irrelevant. Der ist nur für den Radiosender zuständig gewesen und um den habe ich mich ja ganz früh schon gekümmert. Habe es mir dann natürlich schwerer gemacht, dass ich meine Einheiten da verloren habe. Aha, war der Typ da doch noch da? Hm. Aber er hat sich sichtbar machen müssen, weil er einen Typ von mir killen wollte. Selber schuld. Wer so todeshungrig ist vom Feind, der hat dann Pech gehabt. Selber schuld. Reicht das noch die Zeit? Dumm, so eine Sprengfalle direkt bei der eigenen Verteidigungsanlage hinzubauen. Kommandobot ist entdeckt worden. Einheit verloren. Nein! Wieso hält er so wenig aus? Das hat mich jetzt verwundert. Ich dachte, das reicht noch, damit er die Sprengfalle auslösen kann. Naja, egal. Den Kommandobot hat es erwischt. Ja, dann bauen wir eben einen neuen, oder? Ist auch wohl unfair, dass der Feind einen Skatsturm bauen kann und ich habe quasi überhaupt keine Technologien wieder mal. Nicht wieder kaputt gehen da, bitte. Einheit verloren. Kriegt er das noch klein? Vielleicht erstmal auf das, was schießen kann. Die helfen mir wieder tatkräftig mit. Sehr schön.
ist das denn jetzt noch gewesen? Noch so ein Flugzeug? Nein, Chemietraktoren. Ich hasse sie. Gut, aber das bringen wir jetzt halt mit den Bodentruppen noch zu Ende. Das sieht doch schön aus. Die perfekte Melodie dazu. Musik. Dass sie da echt noch Verteidigungseinheiten an der Heimatfront haben. Wer hätte das gedacht? Na, schnell noch die Scudwerfer, die sind ganz unangenehm. Oh nein, was kommt denn da alles raus gerade? Git. Ich hätte einfach mal drinnen bleiben können. Killt den endlich, den Typ. Es sei denn, die zerstören sich wieder selber, das ist auch nicht so schlecht. Was da alles hier rumfliegt? Ja. Oh, da steht schon wieder die Piloten rum. Aber ich habe viel zu... Oh, was kommt von beiden Seiten? Das war nicht so geplant. Die splitten sich einfach. Wir werden doch durch den Haupteingang. Warum nicht? Kümmern wir uns eben um alles hier. Wir wollen ja gründlich sein. Aber nur in der Basis. Da oben ist noch was Ekliges. Die ich selber so selten baue. Und wieder so Einheiten, die eigentlich nur gefährlich sind, wenn sie der Feind hat. So, ist hier auch mal Ruhe. Dann kümmern wir uns noch darum. Mal das. Da muss ich dann nicht mehr hinfahren. Oh, das war nicht so klug vielleicht. Wenn meine Leute dann rumfahren. Aber ich glaube, die sind rechtzeitig weg. Oh, ihr müsst fahren, Idioten. Fahrt weiter. Oh. Ja doch, das passt. Das kann ich einfach übernehmen. General, die Zerstörung des IBG-Stützpunktes in diesem Sektor hat oberste Priorität. Sichern und schützen Sie die Bohrtürme. Sonst haben Sie keine Chance. Was die mir für alte Informationen gibt. Da sind wir schon längst über hinaus, über dieses Stadium. Das ist auch egal. Nimmt das jetzt ein? Er hat's vor, glaube ich. Oder nee, er ist unter Gruppe 1 noch gewesen und ich habe ihm wieder was anderes befohlen. Gut, es ist eh das letzte Gebäude, danach habe ich eh gewonnen wahrscheinlich. Speichern wir nochmal. Endlich diese Mission weg. Ich glaube, die letzte wird auch schwer, aber so schwer wie diese gibt es keine mehr. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber sie hat Spaß gemacht. Sie war mal fordernd. Richtig schön. Da mache ich doch 2 Videos draus, glaube ich. Nochmals. Ey, die Musik ist einfach aus. Und dann geht sie meistens schon vorzeitig aus. Gut. Ja, wunderbar. Ich habe gewonnen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder mit der letzten Mission der USA. Westliche Allianz. Und dann geht's weiter mit den Chinesen wahrscheinlich. Und ich freue mich dann so auf die Generalsherausforderung. Das wird so geil. Sage ich mal tschüss, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.